Dragonlea, grüß dich. Moin. Shradian, was geht ab? Hallo Exschland. Sam. Yo Sam, what's up? I'm walking through Hamburg City. But it's a bit cold. It's a bit rainy. Anyway, we're walking around. First stop is this place here. Nice, I am walking dog. Luna, how's Luna? Sam, I'm not sure if you read my message in Discord, because I wasn't able to do the drumming stream yesterday. I did it on Tuesday, but there was no Sam Hallett around. That was a shame. But next Wednesday, everything will be the same again. Business as usual. She's good, cool. Actually, this is a walking stream, as you see my feet moving. Hallo, Supersonic. Hallo IVTV. Ja, da konntest du angeln, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob es erlaubt ist, aber da angeln Leute. Ich verstehe nicht genau, wo Angeln erlaubt ist und wo nicht, weil ich damit gar nichts zu tun habe. Ich kann keinen Fisch essen, ich habe eine Fischallergie. Was geht Ostern? Ich weiß nicht. Dicke Eier? Keine Ahnung. Sagst du es mir? Family wahrscheinlich. Family besuchen. Mutter, Vater sehen, sowas. Fühle ich. Sorry, been working lots and met a girl recently. Really? Will Defo be back on your Wednesday drumming streams? Ah, Sam. I'm happy for ya. It's getting serious, eh? Chat, congratulations to Sam. Finally, he has met a girl. Through the power of the Krogman stream, through the power of music. Bis später. Ja, ich zeige euch doch gleich mehr. Easy. Ja, bis später. Tschüss. Ich werde euch jetzt nicht hier... Also, hier ist ein Kindergarten. Da filme ich nicht. Da zeige ich nur die Schuhe. Das sind gute Schuhe, sind gute Vans. Ich hole mir immer Vans Customs. Die mache ich dann immer selber. Ist ein bisschen teurer, lohnt sich aber. Das sind ja meine. Versteht ihr? Congratulations. Congratulations, Sam. Scheiger hat das Pen and Paper nachgeholt. Und wie findest du es? Was sagst du zum Pen and Paper? Nah, she's just a colleague. She told everyone at work, though. Oh, man. Jetzt Pen and Paper hat ultra viel Bock gemacht. Ultramäßig. So, komm. Stadtpark-Action. Da geht's rein. Sam hier.
So this is actually a street in Hamburg City, Sam. As you can see, we have cars too and streets. And we have traffic lights. When I'm coming to the traffic light, it's automatically turning green. Cars won't stop anyway, but that's okay. So, and this is our chancellor. The painting says climate chancellor, error 404 not found. It's a protest. The wild animal here is doing a protest, and it's here so long that the leopard turned to stone. It's absolutely crazy. It's shocking. It's shocking. Now we're going here. Through the small ways, the small path of the park. So actually this is a tree. We have trees in Hamburg City. It's a tall tree. I love the tree. Touch it to absorb the energy of the tree. Looks like a nice place, yeah, for sure. Hi, I'm your guide Michael. It's good that you're here around. That's a world famous let's go to the park tour. A walk in the park, it's a good music track. I would advise you to listen to it closely. Nice gloves, thanks. Because it's a bit cold, as I said, and I want to feed the squirrels and the birds. And last time I was shaken because I'm a Lauch. I'm not as strong as I thought I am. Krogi Beste, ja man Eddie, so ist es. Beste, was geht ab? This is Farn. It's a nice plant. These here are friends of mine too, nice plants. Someday we are growing wheat here. Maybe not today. Hamburg war ich auch schon mal. I like the sound here, Sam. Listen to the birds. And we have some crazy guys here who are imitating winter sports in the park. No kidding. A lot of men actually wearing inline skates. But long inline skates with so long distance between the wheels, and they have some sticks in the hand, and they are imitating winter sports. But no shaming here. But because sometimes I'm running with my one wheel here, I'm doing the one wheel in the Stadtpark, in the park here. And I think I'm looking silly too. Yeah, it's peaceful. Love outdoors. Ezio, grüß dich. Ey, guck mal, so viele Kokosse, ey. Guck mal, Hammer. Ich dachte, ich mache mal ein bisschen Spaziergang. Nordic Walking and Nordic Dive. Drive. Ey, vielen Dank, Progusta. The
Na gut, ich war so schon so lange nicht mehr im Stadtpark. Moin Krokus Krogi, jetzt muss ich mich erstmal wieder sortieren. Ich bin ganz aufgeregt, so viele Leute. Whatever exercises are still better than no exercises at all. That is right. And whatever feels you oder makes you happy and comfortable, do it. Okay, switch the camera. Ich finde so draußen Rumlatsch-Streams einfach geil. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Böcke. Ich latsche einfach ein bisschen durch die Gegend. Krogi einfach immer gut drauf. Na klar, Mann. Sam ist da, ihr seid da. Warum nicht? Ist doch logisch. Sommer vor Freude. Ja, es ist irgendwie heute, na, nicht ganz so sommerig. Nicht ganz so Sommerstyle. Aber ist egal. Gestern war es bei uns aber auch in Hamburg sehr, sehr warm. Also wirklich. Es war richtig warm gestern. Heute ist es auch nicht so super kalt. Ist eigentlich echt angenehm. Was sind das für Blumen? Sind die einfach aus? Sind die fertig? Sind die fertig mit der Welt? Was ist mit denen? Bald ist Ostern. Hey, komm her. Ein richtiger Dulli. Der Baum ist schön. Die schlafen noch. Bekommst du was vom Verkehr noch mit? Abgase oder Lautstärke? Ey Leute, ganz ehrlich, es ist komisch. Ich sag's euch ganz ehrlich. Seit dieser ganzen Corona-Geschichte, damit meine ich, dass man so ein bisschen weniger Action hatte, so mit, weiß nicht, Konzerten, Live-Musik, mit unter Menschen sein, so, ne? Also viel, diesen ganzen Trubel, den man vor 2 Jahren hatte. Ich denke mal an Gamescom und Co. Ich weiß nicht, seitdem bin ich so leicht gestresst vom Verkehr und also von Autos. Und irgendwie mehr als sonst schon mal. Das ist ganz abgefahren. Könnt ihr das nachvollziehen? Wisst ihr, was ich meine? Sam, bist du hier? Absolut. Also, ja, also im Park ist die Luft mega geil. Sonst in Hamburg habe ich schon das Gefühl, dass die Luft nicht immer so richtig Hammer ist. Ehrlich gesagt. Aber, weiß ich, deswegen bin ich gerne hier drin. Bin gerne im Stadtpark. Ich brauche das auch. Ihr kennt mich als crazy aufgedrehten Typen. Das bin ich auch total. Aber ich liebe es einfach, weiß nicht, ein bisschen hier zu chillen. Man muss ab und zu mal an Bäume gucken. Ist da was versteckt? Nee, nix drin. Okay, riecht ein bisschen nach Kotze. Aber ist halt ein Baum, ne? Alles kein Rummeckern, so im Gegenteil, alles ist cool. Ich merke einfach nur für mich persönlich, dass ich noch nicht so ganz drauf klarkomme auf viel Straßenverkehr und viel Leute und so. Ist eigentlich komisch, aber ist auch nicht so schlimm, ehrlich gesagt, weil ich mache einfach das Beste draus. Der Baum wird gestützt, könnt ihr das sehen? Können wir uns nachher mal angucken. Da ist ein Baum, der wird gehalten. Der wird von... Komm, wir gucken uns das jetzt an. Ey, wir gucken uns das jetzt an. Der Baum wird getragen von Stangen. In Hamburg hat man auch Herzen für Bäume, die nicht mehr so stark sind. Bäume, die getragen werden müssen. Der Baum wird von Stangen gehalten und mit Seilen gestützt auch noch in sich. Ich zeig's euch, das ist sehr interessant. So geil. Fanghorn.
Baum wird einfach, der wird gepflegt. Der Baum wohnt jetzt da und das ist auch in Ordnung. Ist Hamburg lebenswert oder eher so nur zu Besuch? Ey, da fragst du mich natürlich komplett falsch, weil ich jetzt hier schon seit 10, 11 Jahren fast in Hamburg lebe und ich auf jeden Fall es als sehr, sehr lebenswert achte. Aber ich bin auch, wie gesagt, gerne hier im Park und ohne den Park würde ich es, glaube ich, auch ein bisschen stressiger finden. Aber es ist halt so schon richtig cool, weil hier ist es halt chillig. So, frische Luft tut gut, finde ich. Dementsprechend, und das Wasser ist halt, also, weiß nicht, ich mag es hier halt gern. Aber auf der anderen Seite hast du halt trotzdem Stadttrubel, also kannst schon beides haben. Ich komme ja auch aus einem kleineren Ort, muss ich ja auch ehrlich sagen. Ne? Also wer in einer Großstadt aufgewachsen ist, für den ist Hamburg vielleicht auch ein bisschen zu dorfig. Kann ich nicht so richtig beurteilen. Werk wohnt seit 18 Monaten in Hamburg. 18 Jahren. Seit 18 Monaten. Und bleibt. Seit 18 Jahren und bleibt. Schön. We have some conversations going on with Sam Hallett. Sam Hallett is my only viewer from Dorset, UK. So, Sam. Riecht's nach mehr? Ja. Ich rieche hier Austern. Hier riecht alles nach Austern. Hier riecht's halt gut. Riecht mal. Hier riecht's richtig nach Baum. So richtig geil nach frischem Baum riecht's hier. Hey, buddy. Quantum Punk, wusste nicht, oder Quantum, nee, Quantum Punk, wusste nicht, dass ich streame. Findest du es aber gut? Ja, geil. Prima. Punky Man, Punky Girl, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden, bisschen halt. Hier war es halt sehr stürmisch und das Haus von den, also der Baum von den
Eichhörnchen ist umgeweht in letzter Zeit, aber wir gucken mal, ob wir was machen können, Leute. Wir gucken mal, ob wir was machen können. Hey, Buddy. Für die Kamera. Wir haben den Clip des Jahres gewonnen bei Twitch Clips. Komm her. Wir haben den Clip des Jahres gewonnen. Hier. Komm her, Mann. Haben wir gewonnen. Komm her. Alter, was ist los mit dir? Na hier. Noch da, Alter. Richtiger Süßlorn, ne? Der ist schon richtig sweet. Oder sie. Das ist auf jeden Fall nicht Erika. Erika ist dicker. Hallo Turi, schön, dass du da bist. Schön, dass ihr alle da seid, Leute. Sam, er ist still with us. Jetzt ist noch ganz, ganz nass. Vom Duschen. Oh Leute, Meise kommt. Achtung. Mach dir was klein, kleine Meise. Du musst es mit dem Mund erst zerkauen. Jetzt kann sie was kriegen. Komm her. Hat doch ein großes genommen. Was ist los mit dir? Ja, das kleine auch noch. Normalerweise nehmen die großen nicht. What the fuck? Egal. Die hatte Hunger. Nee, safe nicht. Nimmst du endlich mal getrocknete Mehlwürmer mit. Ja, wenn ich Bock drauf hab. Wir werden übrigens hart beobachtet, ne? Ich sag's nur. Wie nass ist der Boden? Super nass. Ich will mich eigentlich nicht auf den Boden setzen. Oh, ein kleiner Sperber. Hallo. Du bist ja schon wieder da, kleiner Fritz.
liebe sie alle. Hier gibt es ein paar riesige Tauben. Die sind wirklich so groß. Und auch ein paar. Oh, da ist ein Eichelherr. Und auch ein paar Krähen. Die Krähe ist echt riesig. Ich habe mir mal einen Baumsturm hier. Baum hier. Ich sitze jetzt auf dem Baum. Dass ihr wisst, was abgeht. Ich sitze auf dem Baum. Hier ist mein Schritt. Habt ihr alles gesehen? Das ist real. Das ist ein realer Stream. Okay, macht Bock, ich hier auch mal raus. Ja, cool.
eine Nuss oder was? Hier ist gerade ein Kampf am Toben, Leute. Erika gegen wie hieß du noch gleich? Das gesehen? Habt ihr das gesehen? Kleiner Kopf? Jetzt wieder ein wilder Kampf. Ein wilder Kampf zugange. Oder Zwinky Zwonky, wie Tori sagen würde. Man weiß es nicht. Geht doch. Ich präsentiere Tiere, Ihnen die Tiere. Die Tiere des Waldes. Jetzt kommen Kinder, Leute, jetzt wird's laut.
Hallo. Ja, ne? Die. Dann bleiben sie auch auf der Hand und klammern ja. Die schon. Oh, guck mal, das ist nicht schön. Das mögen die Tiere nicht. Da müssen wir weiter, wenn ihr so laut seid. Na, heute gehen wir nur kurz hierher. Wir gehen jetzt weiter. Wir wollen auch auf die Spielplatz. Amanda kommt dann. Ich bin euer Lieb. Ich bin eine ganz liebe Frau. Komm her. Komm her. Kennst du das beste Spiel des Jahres 2012? Ja? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Hundealarm. Hundealarm, Leute. Hundealarm im Park. Die wilden Hunde sind los. Alle Eichhörnchen sind weg. Hundealarm. Hundealarm auf Mallorca. Ich glaube, die haben noch Bock, Leute. Ich glaube, Meisenfrau, Meisenmann und die ganze Eichhörnchen-Family in der Hood, die haben noch Bock. Ich merke das. Noch ein kleiner Hund. Der guckt nur. Gleich bellt er vielleicht. Hunde scheinen die Erzfeinde zu sein von Eichhörnchen. Dann brauchen sie immer so 10 Minuten, bis sie wiederkommen. Ich glaube, die verstehen sich nicht so gut. War gerade eine ältere Dame, die hat einen Hund dabei, der war ein bisschen korpulenter, konnte aber gehen. Aber sie hat auch einen Kinderwagen dabei gehabt und ich dachte in dem Kinderwagen, dachte ich, wäre ein Kind. Aber diese ältere Dame, die halt nicht so ganz so gut zu Fuß war, hatte diesen Hund. Und im Kinderwagen fuhr ein anderer Hund. Das war entweder das Cuteste oder das Weirdeste, was ich heute gesehen habe. Dogge im Wagen halt. Also,
Ja, Leinenpflicht ist eine gute Sache, aber hier, weiß ich nicht, die Hunde werden hier oft losgelassen. Ist ja auch irgendwie, es gibt so einen Bereich, da können die halt laufen, hier halt eigentlich nicht. Aber ein paar Minuten brauchen wir. Das ist ein wunderschöner Vogel gerade. Ein paar Minuten brauchen wir, bis vielleicht die Eichhörnchen wiederkommen. Aber die haben natürlich jetzt Panik, weil die denken, oh shit, die Jagdhunde sind da. Und die denken, wir sind Beute, wir müssen gejagt werden. Und deswegen sind die jetzt kurz in den Bäumen drin. Aber die kommen bestimmt gleich wieder. Wenn ihr noch ein bisschen Geduld mitgebracht habt, Leute, ich habe auf jeden Fall noch Lust. Eichhörnchen-Party, come on. Hallo, die Hunde sind weg. Twitch will was sehen. Die Leute bleiben extra noch. Nicht wegen mir. Ihr seid die Stars. Kommt aus den Bäumen. Jetzt müssen wir warten. Die wissen alle Bescheid jetzt. Das ist einfach so. Was schade ist, dass halt deren Behausung, deren Heimatbaum im Sturm vor, weiß nicht, 4, 5, 6 Wochen, war auch immer dieser große Sturm, dass die große Eiche quasi umgeweht. Ich weiß jetzt nicht, wo die ganzen Familien untergekommen sind, die ganzen Eichhörnchenfamilien, aber die haben genug Bäume hier, so schlimm wird es nicht sein. Aber deren Anlaufstelle ist quasi weg. Ich denke, dass das jetzt der Baum hinter mir geworden ist, der da, dass das jetzt das neue Zuhause ist. Wäre auf jeden Fall meine Entscheidung gewesen als Eichhörnchen, von dem Baum einfach in den zu ziehen. Ey, aber you never know. You never know. Du weißt nie, wo es so ein Eichhörnchen sich, wo es sich hin verschlägt. Ich hör's. Gleich geht's weiter, Leute. Ich dachte, ich höre es. Ey, das ist so krass. Ihr habt ja eben gesehen, wie viel los war an Meisen. Wir hatten schon 4 Eichhörnchen hier. Das dauert ja immer so einen Moment, bis die alle schnallen und checken, was hier abgeht. Dass es hier die geilen Nüsse gibt und so. Und wenn dann einmal ein Hund da ist, dann ist sie ausgestorben. Dann sind die einfach komplett so weg. Also natürlich sind die irgendwo, die sitzen irgendwo auf dem Baum, regungslos. Aber es ist einfach komplett ausgestorben. Ja. Snacks, Nüsse und Snacks. Also ich sehe schon mal wieder 2, aber die checken es noch nicht.
Jo. Komm on hier. Komm ran. Hier, Alter. Hier gibt's die schönen Nüsse. Lecker Nüsse. Nüffe. Schnupper mal. Schnupper mal in meine Richtung. Ah, es wird noch getrunken, Leute. Das Wasser ist gerade erstmal das Maß der Dinge. Schön ein bisschen Wasser. Wasser ohne, aber stilles Wasser. Leckeren Wassersnacks. Muss auch sein. Kannst nicht immer nur Nüsse futtern. Jetzt aber, komm her. Komm, Chat will was sehen. Die Hunde sind weg. Komm her, Buddy. Direkt vor euch. Sitzt direkt vor eurer Kamera eigentlich. Da seht ihr noch den Schwanz. Leider zieht die Kamera ein bisschen zu hoch. Aber ich habe dafür ein sehr schönes Bild gerade. Es ist sehr, sehr süß. Eine neue Kinder-Amana kommt gerade. Wieder Hunde. Thank you.
Mops? Und er sagt, geh weg, das ist mein Futter. Nein, hier. Und Jakob, warte mal hier, guck mal. Emil, nicht bewegen. Da kommt es. Schau. Und Emil stehen bleiben. Sonst kriegt das Angst. So, Jakob. Nee, nicht werfen, wenn das so ein Hähnchen da ist. Sind ja alles Lebewesen. Hier liegt noch so viel. Du hast es aufgeregt. Nein, auch richtig gut, mein Freund. Oh, schaut mal, da oben ein Eichenlehrer. Oder? Ist das ein Eichenlehrer? Ist der mit Blau? Ne, mit Blau ist ein Eichenlehrer. Ja. Eichen! Ja. Dann nicht werfen, wenn es kommt. Das ist ein bisschen lustig. Ha ha ha!
Mensch, der dich füttert. Okay? Okay. Und ich habe noch eine ganze Tasche voll. Wir gucken mal, ob die anderen Eichhörnchen auch da sind. Leg mal die Erdnuss da rauf. Okay, du bist jetzt einfach nicht kriegen. Soll ich sonst Mama mal erzählen, dass du hier gerne bist? Willst du das Mama zeigen? Ja. Ja? Dann malen wir Mama einen Weg hierher. Dann komm. Habt ihr gehört, Leute? Ich bin ein Eichhörnchen-Fütterprofi. Nur echt, beim Eichhörnchen-Fütterprofi gibt's die geilen Nuts. Nur echt. Beim Fütterprofi. Hallo, mein Name ist Michael Kruckmann, seines Zeichens Eichhörnchen-Fütterprofi. Ich will Visitenkarten, wo das draufsteht. Das ist ja mega geil. Eichhörnchen-Fütterprofi. Das ist die schönste Formulierung, die ich je gehört habe. Love it. Ey Leute, wir haben es überstanden. Wir haben die erste Kinderwelle überlebt, dann haben wir den Hundeangriff überstanden, jetzt die zweite Kinderwelle. Es läuft alles nach Plan. Schön, dass ihr da seid. Habt ihr noch ein bisschen Geduld? Habt ihr noch ein bisschen Bock? Mein Akku hält noch, ich sitze einfach, ich habe mir einen Baumstumpf besorgt. Ist alles entspannt. Chat, wie ist die Stimmung? Ich brauche ein paar bisschen Feedback. Alles gut? Richtig geil ist, da hatte ich eine Meise gerade, eine Erdnuss genommen, weil die Kinder haben Erdnüsse mitgebracht. Die Kinder waren übrigens sweet, muss man schon sagen. Die waren cool, die hatten richtig Spaß. Die Kinder haben aber irgendwann Erdnüsse geworfen mit Schale, weil die irgendwie, weiß nicht, die
die wollten, dass die Eichhörnchen nicht mehr Action machen. Und hat sich gerade eine kleine Meise in der Erdnuss genommen mit Schale und hackt die, wie bei der Hobbit, der Szene, wo Smaug aufgeweckt wird, bester Film aller Zeiten. Genauso hat gerade die Meise die Erdnuss genommen und einfach auf so ein Holzstück gehackt im Schnabel. Schön sah das aus. Wobei es ja einen Schnabel hat. Es könnte ja eigentlich auch easy die Erdnussschale knacken, aber nein, nicht dieser Vogel. Ein Rotkehlchen ist zwar ein bisschen scheu, links von mir. Da kommt eine stolze Meise, Leute, eine stolze Meise. Sie macht smarter, sie hackt auf die Erdnussschale. Die Meisen wollen eigentlich die Nüsse ein bisschen kleiner haben. Mal die ein bisschen kleiner. Und dann geht es meistens schon. Könnt ihr mir mal einmal sagen, wie spät es ist? Irgendjemand? Ich kann gerade nicht die Uhr lesen. Einfach, ich kann sie grundsätzlich nicht lesen, deswegen könnt ihr mir mal beschreiben. 10 vor 10. Ja, easy. Dankeschön. Viele Tauben haben hier Beischlaf gerade übrigens im Umfeld. Das ist crazy. Hier war erst eine Taube, aber die hat hier so eine Art Club aufgemacht. Die hat die anderen Tauben angelockt. Gesagt, ne, hier ist cool. Also ein Eichhörnchen hier könnt ihr euch merken. Es hat so eine dunkle Nasenspitze. Ich würde schon fast sagen, fast schwarz. Das ist sehr wild. Das ist das wildeste Eichhörnchen hier. Das hat so komplett Hyper-ADHS. Und da gibt es noch eins, was super dick ist. Also wirklich, Eichhörnchen-Body-Shaming ist das. Aber ich liebe es. Und dann gibt es noch ungefähr 20 andere. Zwinky Zwonky Time bei den Birds. So ist es. Ja, bitte. Ich glaube, wir haben aber einen guten Platz, wo man einfach sitzen bleiben sollte. Es sind immer so Phasen. Jetzt sind wieder alle am Chillen und weg. Die wollen sich auch wahrscheinlich mal ausruhen und können nicht immer vor der Kamera sein. Das kann man auch akzeptieren. Und ich meine, die wurden auch gerade mit heftigsten Nüssen beworfen, ne, von den Kindern. Das war ja quasi auch ein kleiner Angriff. Ich möchte euch mal sehen, wenn ihr mit Big Macs beschmissen werdet. Schön morgens, 10 vor 10. Big Mac Armada wird auf eure Körper geschmissen. Geil. Ja, ich glaube, das denken die auch. Ja, schön. Eigentlich ganz geil. Lieb ich. Hallo Shorty TV, was geht ab? Moin Sie. Warum rede ich so? Moin, hallo, guten Tag. Moin Sie. Wahrscheinlich, weil es einfach cute klingt. Tauben sind aber auch schon echt perverse Miststücke, ne? Ohne Witz, wie die hier langläuft. Als wäre sie was Besseres. Ich zeig sie euch. Als wäre sie was Besseres. Ich muss sie euch zeigen. Sie stolziert. Das Renele, da hat abonniert mit dir. Oh, komm her. Für Shorty. Komm her. Na hier, Alter. Bist du blind? Bist du in den Baum hoch? Das kannst du doch. Bist du ein Eichhörnchen?
Digga. Ich bin Eichhörnchen-Fütterprofi. Vertraut mir. Das hat die Dame gesagt eben. Ich bin ein richtiger Eichhörnchen-Fütterprofi. Deswegen musst du jetzt zu mir herkommen. Meine Visitenkarte sagt's auch. Ich bin ein Eichhörnchen-Fütterprofi. Komm. Du musst doch nur einmal hier auf den Baum klettern. Die Scheiße in deiner Hand. Schmeckt aber. Und ist ein komplett dummer Kommentar tatsächlich. Vielleicht hast du ja Scheiße in deiner Hand. Also wir chillen weiter, Leute. Tricord, danke schön. Die holen sich jetzt erstmal natürlich die Erdnüsse weg, die da liegen. Ich würde es auch so machen. Mir die Sachen da weggrabben, die einfach for free sind. Also die Big Macs quasi. Ich würde mir auch erstmal die Big Macs vom Boden wegholen. Ist ja klar. Oder? Ist ja logisch. Train oder was? Ihr seid nur welche. Was soll ich denn jetzt mit dem Hype Train hier machen? Das müsst ihr selber machen, Hype Train. Kann ich nichts moderieren hier. Kommt er sogar rein, wirklich der Hype Train. Meine Zeit. Chip, chip, Hype Train Bird. Wenn euch gefällt, dann lasst ein Prime-Sub da, ist doch klar.
Danke, Leute. Ich muss euch was erzählen. Vielen Dank, Leute. Oh ne, noch eine Kinderrunde schaffe ich nicht, Leute. Dann gehe ich. Vielen Dank für die Subs, Leute. Ihr seid sehr, sehr freundlich. Sorry, dass ich gerade nicht alle vorlese, weil ich einfach sitze. Dankeschön.
schön klippen, Leute. Macht die schönsten Screens. Kocht schöne Bilder. Thank you.
Hier, das war das Zuhause von denen. In dem Baum hier haben die alle gelebt. Der ist aber umgekippt. Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, die sind einfach umgezogen in einen der Bäume. Einfach umgezogen. Ich glaube, das ist alles. Ich glaube, das war gar nicht so schlimm. War bestimmt stürmisch, aber riecht gut. Riecht mal dran. Das ist mein Fixer-Spot, ja. Was meinst du damit? Ist doch geil. Freshes Harz. Macht sich gut an der Hose. Ja, Harz ist echt schwer rauszukriegen, ne? Muss man sagen. Komm, wir gehen mal über die Wiese. Kiefer. Riecht nach Laptop. Salz am Baum riechen. Was geht denn ab? Das ist buntes. Leute, hat es euch gefallen? Erstmal vielen Dank für die nette Unterstützung. Ihr habt einen Hype-Train gemacht, während ich einfach draußen bin. Darauf komme ich nicht klar, weil ich nicht mit euch interagieren kann. Da ist ein Doggo, ey. Der steht da einfach so rum. Aber vielen, vielen Dank, ja? Ich wollte heute unbedingt mal rausgehen. Bisschen draußen was machen. Das war mir irgendwie wichtig. Ich hoffe, ihr mögt's. Ja, Wolf Burrito, noch bist du nicht zu spät, um mit mir abzuhängen. Ich wollte aber eigentlich gleich noch kurz noch mal galan. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das war eigentlich mein Plan. Executive, vielen Dank. Erinnert ihr euch an diese Stelle, Leute? Da waren im Winter oder Herbst letzten Jahres war ja der krasse Hexenspot. Jetzt ist hier aber alles vorbei. Eichhörnchen sind auch noch hier. Hier ist super viel gefällt worden. Wahrscheinlich aber auch vom Sturm viel umgekippt. Aber hier wird richtig krass ausgedünnt. Crazy. De Oma Kalzi. Ich weiß nicht, wie ich dich aussprechen soll. Vielen Dank. Du weißt, dass ich dich meine. Boah, es riecht heute einfach richtig gut. Dieser feuchte Wald hier, der riecht einfach nice. Die Blair Witch-Figuren sind alle weg, alles. Also es ist wirklich komplett alles entfernt worden. Also wirklich jedes kleinste Ding ist weg. Das muss auch Arbeit gewesen sein. Kalzi reicht. Such dir was aus. Aber guck mal, wie das hier ausschaut. Ne? Das ist heute schon richtig, richtig schöner Morgen. Wie spät haben wir es? 10:30? 11? Keine Ahnung. Voodoo ist vorbei. Limbo ist aber immer. Und die haben das Herz hier neu angemalt. Guck mal, ist jetzt rot. 10:21 Uhr. Ich bin im Stadtpark. Ich bin im Hamburger Stadtpark. Also ist nichts Besonderes. Aber der ist halt cool. Also der ist halt schön groß. Man kann hier schon eine ganze Menge machen. Und ich wollte halt einfach mal chillig spazieren gehen, ehrlich gesagt. Mal chillig in den Tag starten. Heute gibt es noch Skill Arenas, also genug zu tun, so ist es nicht. Aber dementsprechend wird der Tag ja auch lang. Und ich wollte einfach mal wieder ein bisschen gehen. Ich wollte eigentlich mit One-Wheel fahren, mit meinem Elektro-Skateboard. Aber es ist zu matschig, dann ist es sofort im Eimer.
Also kaputt geht's nicht, aber da muss ich wieder putzen und so, da habe ich jetzt gerade irgendwie keinen Nerv drauf. Und deswegen gehe ich jetzt einfach ein bisschen zu Fuß. Ist ja auch in Ordnung. Guck mal, da sind Gänse. Riesig. Turi, bist du noch da? Das würde dich da freuen. Kann ich die mit Nüssen füttern? Oder mögen die das nicht? Ich versuche die mal mit Nüssen zu füttern, ja? Sie lieben uns. Sie lieben uns, Chat. Sie lieben uns. Sie lieben uns. Ausgelacht von zwei Enden. Chat, ey. That's my life. That's my life. Enten sind Divas. Meine guten Nüsse nicht angepackt, ey. Die haben einfach die Nüsse nicht angepackt, ey. Naja. So, ab nach Magalan jetzt. Die nehmen nur Trüffelnüsse. So, gehen wir noch kurz spazieren. Kommt zum Ende. Ich weiß nicht, wie lange ich schon... Habt ihr mal die Uptime? Wie lange bin ich schon online? Schon eine ganze Zeit, oder? Ich weiß gar nicht, wann ich gestartet habe. Müsste eigentlich schon eine ganze Zeit sein. Wundert mich eh, dass mein Handy-Akku noch hält. Ich dachte, der wäre schon längst ausgefallen. Aber ist doch gut. Da hatten wir einen schönen Stream. 1,40. Ja, deswegen habe ich Handschuhe an. Gänse mögen was von HelloFresh? Ja. Ich auch. Ich mag das auch. Ich verstehe das. Hier ist wieder ein wilder Jagdhund. Ja, wild... Der wild ist, ein wilder Doggo. Danke für die gute Unterhaltung zum Morgen. Ist der Urlaub gleich wie entspannt? Oh, du hast Urlaub. Urlaub ist doch immer entspannt. Schönen Urlaub wünsche ich dir. Das war sehr schön. Aber wären ein paar von euch noch bereit? Also ich muss umswitchen, ne? Ich muss quasi Stream vom Handy ausmachen und dann auf den PC wechseln. Ich weiß nicht, wollen wir noch ein bisschen Magalan abhängen oder mache ich das ein andermal? Weil Skillarena, ich weiß auch nicht. Skillarena muss ich, müsste wahrscheinlich später. Wir haben es jetzt 10.30 Uhr, ne? Ich könnte quasi um 11.30 Uhr, könnte ich für 2 Stunden noch nach Magalan. Lohnt sich das? Wollen wir das machen? Ich weiß nicht genau.
und müsst was dazu sagen. Gönn dir erstmal Kuchen oder was Gutes zu essen. Kuchen oder was Gutes zu essen. Kuchen ist doch schon das Geilste. Aber wo soll ich jetzt? Soll ich jetzt zum Bäcker gehen und mir Kuchen kaufen oder was? Hast du lieber einen entspannten Lenz? Ich kann mir keinen entspannten Lenz machen. Mein Naturell verbietet mir das. Ich kann einfach nicht, das geht nicht. Was hältst du von Nestle? Ja, Hammer finde ich die. Was ist das denn für eine Frage? Lohnt nicht, ich muss arbeiten. Claire wäre da. Claire ist aber auch immer da. Claire sagt ja. Was gibt's sonst noch so, Leute? Quatsch für sonst noch. Ich bleib heute auch da. Ich hab frei, ich bin dabei. Mach halt, wie du Bock hast. Ja, es war mehr so eine Frage, ob von euch auch Leute da wären. Trainieren für die Skill Arena kann ich nicht. Ist unmöglich. In der Bude hinter dir ist abends immer richtig Gaudi. Ja, ist immer was. Cooler Spaziergang. Ja, finde ich auch. Spaziergang ist cool. Okay. Ja, ey, das kriegen wir hin. Zwölfe Uni haben? Das ist doch erst in. Das ist erst in anderthalb Stunden. Warum bist du denn schon wach überhaupt? Two eyes, no brain. Deine Frage hast du jetzt zum dritten oder vierten Mal reingespammt. Ich habe dir doch schon eine Antwort gegeben, die jeder Mensch nachvollziehen kann. Und dementsprechend, was erwartest du von mir? Also jetzt mal ganz ehrlich. Entweder hast du nicht aufgepasst oder ich frage, was du erwartest. Auf jeden Fall hast du jetzt die Aufmerksamkeit, die du haben willst. Eine Antwort habe ich doch schon gegeben, Alter. Ich finde die Hammer geil. Beste Company. So. Punkt. Mehr kriegst du von mir jetzt nicht. Okay. Das ist doch gut. Da gibt es doch gar keine zwei Meinungen, Mann. Da gibt es doch gar keine zwei Meinungen. Da braucht man doch nicht mehr fragen. Hier, also wirklich. Wie steht ihr zu Schnittblumen? Es war so schön chillig, ich weiß. Stimmt, man ist true oder nicht? Ja, exakt. Ohne Witz. So ist es. Was haltet ihr von diesem Kunstwerk? Ich zeig euch nochmal. Das hier ist Kunst, Leute. Das ist Kunst. Hier geht's los. Hallo? Das ist Kunst, dann geht das so weiter. Hier so. Immer noch wundervoll. Und jetzt pass auf. Das ist einfach richtig geil. Das ist einfach Kunst. Ich find's richtig geil. Error 404, Klimakanzler not found. Love it. So. Nächste Fragen beantwortet die Klimakatze. So, Freunde. Ich bin an der Straße der Entscheidung angekommen. Sam, bist du noch da? Sam Hallett? Are you going for a walk with your dog Luna? Or are you finished? Are you still with us? Are you here? Klimakatze, how much is the fish? Okay, Frage. Frag die Klimakatze. How much is the fish? The fish is very much. Okay, danke schön. Danke, Klimakatze.
Das war's von der Klimakatze. War richtig gut. Das war's mit dem Stream. Vielleicht schaffe ich es, das irgendwie bei YouTube hochzuladen. Da muss ich es bei Twitch runterladen, bei YouTube hochladen. Das wird Qualität aus der Hölle. Aber like die Scheiße hoch. Also push das jetzt. Push das Video YouTube, falls ihr wirklich 1 Stunde 40 Bullshit euch angeguckt habt. Daumen nach oben, kommentieren, teilen, Glocke bimmeln lassen und so. Alles mal machen, was wichtig ist. Ja, Shadow Man, ich baller's hoch. Aber es wird die Qualität der Hölle sein. Egal. Dank der Klimakatze. Wir sehen uns. Vielleicht gleich schon wieder. Wer weiß es schon. Keine Ahnung. Ich wünsche euch alles Liebe. Tschüss, ich drücke auf den Ende-Knopf. Ende.